Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Fuma. Heute dreht sich alles wieder um Wulong Fallen Dynasty. Checkt auch gerne das Video aus oder das Video aus, damit ihr nichts mehr verpasst und immer up to date seid. Denkt daran, abonnieren, meine lieben Freunde, und Glocke aktivieren. Jetzt mein neuestes Video zu Wulong. Bis dahin sage ich wie immer Semper Fi und bleibt gesund. Lassen wir es krachen. Nun, dann beginnen wir doch mal mit den fünf Elementen und damit auch die fünf Kampfklassen von Wulong Fallen Dynasty. Wir haben als allererstes das Feuerelement. Das ist der sogenannte Damage Dealer, also Angriff. Feuerelement, herausragend im Angriff. Das Gottesbiest des Feuerelementes, Zung Quyen, hat die Macht, die Umgebung in Flammen zu hüllen. Das heißt also, bei dieser Klasse liegt der Fokus ganz klar auf den Damage, den ihr austeilt. Wichtig, jetzt gleich schon zum Anfang gesagt, ihr könnt nachher auch noch im Skillbaum, das erkläre ich aber noch im Nachhinein, auch noch ein paar Elemente dazu, ja, mit Fertigkeitspunkten dazu packen. Also ihr könnt grundlegend auch euren Charakter verändern, aber er bleibt, ja, gleich. Also, das Feuerelement ist natürlich der Damage-Dealer. So, gehen wir mal zum nächsten. Das zweite Element ist das sogenannte Erdelement. Das ist die Verteidigung. Früher nannte man die Dinger, glaube ich, Tank. Heute nennt man Erdelement. Ja, mag sein. Also, herausragend in der Verteidigung. Das Gottesbiest des Erdelementes, Quinlin, hat die Macht, nahe Gegner mit Steinsäulen zu bestrafen. Tja, wie das genau aussieht, weiß ich gerade auch noch nicht. Ist aber egal, zeige ich euch auf jeden Fall. Also, das ist definitiv der Tank, der im Prinzip, und ihr seht es auch schon an der Rüstung, wenn man jetzt mal zurück zum Damage Dealer geht, der hat eine leichte, schnelle Rüstung, damit er sich also schnell bewegen kann, viele Angriffe austeilen kann. Und das Erdelement, also der Tank, der hat eine schwere Rüstung, ist auch nicht ganz so schnell wahrscheinlich. Aber das sind nur Nuancen, ich will da jetzt nicht auch zu viel quatschen. Fakt ist, dass das die zweite Klasse ist, das Erdelement, der sogenannte Tank. Yeah.
Als nächstes das Holzelement. Ja, das Holzelement. Herausragend in der Unterstützung und der Erholung. Das bedeutet also, das ist ein reiner Unterstützer, das heißt also, das ist ein Heiler. Das ist ein Heiler, der euch und alle anderen in der Umgebung heilen kann. Das Gottesbiest des Holzelementes, Qing Long, hat die Macht, dich und nahe Verbündete erheblich zu heilen. Tja, man muss natürlich ganz klar wissen, dass Hulong Fallen Destiny, Dynastie, also Fallen Dynasty, auch im Koop spielbar möglich ist. Bisher weiß ich nur von Zweier-Koop, kann sich aber mit dem fertigen Spiel definitiv noch verändern. So. Oh, gucken wir mal weiter. Das sogenannte Metallelement. Den habe ich in der Demo gespielt. Checkt auf jeden Fall mein Video aus. Ich habe es euch oben rechts in der, oder mein Livestream, oben rechts in der Infobox verlinkt. Checkt den aus. Könnt ihr euch mal selber einen Blick über die Qualität des Spiels machen und auch meine subjektive Einschätzung. Aber zurück zum Metallelement. Das ist das Element der Schwächung. Okay. Tja, das ist im Prinzip meiner Meinung nach ein Unterstützer. Man könnte auch sagen Zauberer. Ja, also früher waren das die Zauberer oder Magier. Herausragend in den Schwächen von Gegnern. Das Gottesbiest des Metallelements Bai Hu hat die Macht, für eine gewisse Zeit an eurer Seite zu kämpfen. Ich hatte so eine Art Tiger, der hat auch ordentlich Damage ausgeteilt und darüber hinaus hatte die Gegner in der Nähe geschwächt. Auch nicht schlecht. Halleluja, Schwester. Muss man haben oder halt auch nicht. Okay. Jetzt kommen wir zum nächsten Element, das sogenannte Wasserelement. Das ist das Schleichen. Früher nannte man die, glaube ich, Assassinen oder sowas. Naja, okay. Wenn ihr darauf steht, viel schleichen zu wollen, weil es ist auch möglich aufgrund der Umgebung. Das heißt also, das Leveldesign ist so angelegt, dass man definitiv die Umgebung nutzen kann. Also Angriffe von oben sind möglich, habe ich selber in meinem Livestream gezeigt. Checkt den auf jeden Fall aus. Also das Gottesbiest des Wasserelementes Chiang Wu hält für kurze Zeit eine Position und schleudert Eisgeschosse über den Gegner.
Ja, Halleluja, Schwester. So, das waren also die ganzen Elemente. Ich selber finde es richtig gut. Bisher habe ich nur das Metallelement angespielt. Im Solo macht es natürlich auch Spaß, aber Koop macht es natürlich mega Spaß. Gerade bei schweren Gegnern, wenn du jetzt zwei, drei Leute dabei hast, wäre das eine richtig gute Nummer. Grundlegend ist das Prinzip aber nicht neu. Also im Koop, es gab immer einen Tank, es gab immer einen Damage-Dealer, es gab immer einen Heiler. Anders kenne ich es schon seit Jahrhunderten gefühlt nicht, seitdem wir angefangen haben, aufzuhören mit Steinen zu schmeißen und ins Internet gegangen sind. Doch grundlegend, ja, was denkt ihr darüber? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Okay, das ist das sogenannte Skillsystem, so würde ich es einfach bezeichnen. Wir haben natürlich wieder die fünf Elemente, Holz, wir haben Wasser, wir haben Metall und wir haben Erdkraft und natürlich auch Feuer. Okay, ich habe natürlich, ihr seht das hier, mit Erdkraft angefangen. Das ist bei der Demo, da hast du schon 10, bist du schon Stufe 10, hast also schon 10 Punkte. Das wird im Originalspiel nicht so sein. Jetzt ist aber wichtig, die Skillpunkte, die ihr dazu verdient, die heißen wahres Key oder erforderlich in ein wahres Key. Wenn ihr die dann bekommt, gibt es so ein kleines goldenes Zeichen über der jeweiligen Zahl. Hier wäre das jetzt über die 1 und dann könnte man das erhöhen. Geht aber nicht, weil ich gar kein wahres Key habe. Das heißt also, wenn ihr zum Beispiel als, als Tank anfangt zum Beispiel oder ihr fangt auch als Damage Dealer an oder ihr fangt Magier an, die im Prinzip ziemlich gut darin sind, andere Gegner zu schwächen, könnt ihr im Laufe des Spielverlaufs euren Charakter letztendlich so verändern, was euren Spielstil angeht. Es ist kein zwingendes Muss. Das ist so wirklich so ähnlich gemacht wie in Elden Ring. Vielleicht haben sie sich das auch abkopiert, da gab es ja auch verschiedene Klassen. Und die konntet ihr am Ende dann aber wirklich auch verändern. Und so ist das hier auch gemacht. Das heißt also, ihr könnt selber gucken, wo ihr eure Skillpunkte nachher reinhämmert. Ob das natürlich jetzt Holz ist, ob das Feuer ist, ob das Erde ist, ob das Metall ist oder halt auch Wasserkraft. Das ist natürlich euch überlassen. Wenn euch mein kleines Erklärbär-Video gefallen hat, dann lasst mir doch gerne ein Abo und ein Like da. Damit ihr nichts mehr verpasst, Glocke aktivieren. Nicht vergessen, es werden auch weitere Erklärbär-Videos folgen. Mein besonderer Dank geht an meine Kanalmitglieder. Ihr haltet den Laden als Master und Commander hier am Laufen. Danke für eure Treue und euren Support. Semper Fi, euer Fumar.